besser wissen. Ich kann dir sagen, wo er die Informationsquelle hat, meint er. Naja. Also ganz ehrlich, ey. Das ist ein bisschen Hilflosigkeit irgendwo mit drin. Reagiert hat, als die Zweifel kamen. Ja gut, man hat ihn auch dauernd hier unterbrochen. Hier die Freundin oder Frau oder was auch immer von dem Chris. Die hat er ständig immer reingeblöd gehabt. Das regt einen auch auf, ja, weißt du. Kann man mal merken, wie sozialkompetent manche Leute sind. Tut mir leid, wenn das jetzt so nach Ablästern klingt, aber ey, das ist... Das muss halt mal raus jetzt. Das muss eben mal raus. Also, wenn mich was auf, wenn mich was nervt, teile ich das. Wem das nicht, wem das interessiert, der kann sich verpissen. So einfach ist das. Ich dachte auf jeden Fall, der Robin lässt hier gleich die Bierflasche hier, der wirft die gleich auf den Boden und zerschmettert den noch. Also so, jetzt habe ich nicht erklärt, was ich hier... Ich war jetzt sowieso fertig. Ja gut, der Robin ist dann einfach mal so gegangen, ohne Tschüss zu sagen und ohne weiteres, weißt du. Naja, später hat er sich nochmal bei uns entschuldigt bei allen. Jo, schwarzer Drache. Ist okay. Naja, das sind schon alles feine Leute, mit denen ich hier zu tun habe, ne? So, jetzt habe ich hier die Mission ja angenommen vorhin. Quasi jetzt Überbosse zu legen. Diesmal mache ich keinen, nicht einfach nur so einen Mitschnitt draus, sondern mache alles live. Währenddessen, während ich euch zuquassel. Oder auch nicht. So, ich kann nur hoffen, dass ich gleich per Glück am richtigen Ort rauskomme. Zwischendrin kann man auch hier, weiß ich nicht, besondere Orte sehen, wie zum Beispiel diese Pixelwelt. Jetzt im konkreten Fall nicht, jetzt bin ich im Netherreich. Mit diversen Monstern in dem Falle. Kriegsführer! Smart TLP! Der Kriegsführer! Das war jetzt auch so eine Anekdote meinerseits, so wie bei ihm, weil er doch so gerne in manchen Situationen Krieg geschrien hat. So, bin ich das? Glaube ich nicht. Was nicht? Piff. Eine Sache kann ich schon noch erzählen, also Viraxo, Quincy, Thorsten. Quincy, Thorsten und ich. Quincy und Thorsten sind ja eigentlich dieselbe Person eigentlich. Nee, aber Viraxo, Quincy, Psycho und ich haben jetzt auch noch mehr oder weniger so eine
eigene Gruppe, abseits von den Wölfen. Sag ich jetzt mal. Gerade, wenn wir zum Beispiel Echo aufnehmen, dann müssen wir nicht immer einen von denen immer belegen. So viel Platz haben die gleich. Haben die Wölfe wahrscheinlich noch nicht mal. Um nicht zu sagen, es ist was passiert. Darüber möchte ich jetzt aber hier nicht erzählen. Zumindest nicht jetzt. Sag mal, wie viel teilen sie sich denn noch auf? Ich weiß nicht. Es beginnt mein. Der Satz. Also meine Sätze beginnen auch mit, wie immer wieder mit, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Aber ich bin in letzter Zeit echt vergesslich, ne? Was. Nee, was ich erzählen wollte, ist. Ach du Scheiße! Nein, das nicht, aber. Es hieß Gildentreff, ne? Da hatten wir letztens drüber geredet. Leider war auch da jemand mit bei. Dass sie psychisch nichts dafür kann, sei mal dahingestellt, aber die hatte. Während Huku erzählen wollte, also quasi aufzählen wollte, was er so sich gedacht hat und so weiter, was die Gruppe sich gedacht hat, was die Admin sich gedacht hat, was auch immer, was eine Planung ist. Währenddessen quatscht da wieder irgend so eine Person da irgendwie rein, weißt du? In dem Moment, weißt du, in dem Moment hat er. Oh nee, noch so eine komische Tante, die habe ich jetzt schon gefressen. Also mit der will ich mich schon mal nicht treffen. Weißt du, das war auch so ein Moment, wo ich dann jeden Moment platzen konnte, ne? Also ich wollte ja verbal an die Gurgel gehen, quasi. Aber da hat Ruku doch noch eingeschritten. Ein Glück, ich wollte schon. Wo ich mir auch so gedacht hatte, Alter, wie lange will er sich das antun? Wie oft will er sich denn unterbrechen lassen von der, nur weil die mal nebenher zockt und nicht sozialkompetent ist, sich zu muten, weißt du? Alter, üble Nachrede hin und hin oder her, aber die hat es jetzt gerade nicht anders verdient. Die habe ich gefressen. Und ich sag mal, was mir auch komischerweise auffällt, ist, Person mit einer gewissen Name Marie, die ich in letzter Zeit kennengelernt habe, alles Schädlinge sind. Entschuldigung, aber. Ey, wie? In den letzten 2 Jahren oder was, habe ich nur Marien kennengelernt, die Schädlinge sind. Was für mich nicht heißen soll, dass die weiteren nicht unbedingt. Kein. Darauf folgende nicht unbedingt Schädlinge sein müssen, aber wenn dem so ist, dann bestätigt das nur meine Theorie. Das ist so ein Scheißdreck immer mit Leuten. Oh, ich bin falsch rausgekommen. Da muss ich noch nicht hin. Das ist immer so ein Labyrinthspiel hier, teilweise. Lokale Legende. Oh Mann, ey. Aua. Ich frage mich, warum ich immer meistens öfters hier rauskomme. Manchmal komme ich in diesen. Wie heißt. Zu den Rauchreifhügelpass da. Wie heißt das nochmal, der Pass? Kann jetzt nicht sein, dass ich den Namen jetzt vergessen habe.
Meistens komme ich da an diesem Gebirgspfad raus. Dann machen die auch immer von Charakter zu Charakter unterschiedlich, oder? Das sieht aus wie das Tromschwert. Ist es mit Sicherheit auch. Dream Sword, ja. Da ist es. Ich weiß nicht, in letzter Zeit merke ich, es hat guten Grund, dass ich mich isoliere. Von Zeit zu Zeit. Weil ich sonst nur mit sozial inkompetenten Menschen zu tun habe. Und da muss ich auch ein bisschen Selbstschutz betreiben, quasi. Indem ich mich halt isoliere. Können Leute sagen, es ist nicht gut, aber für mich schon. Ich weiß schon, warum ich das mache. Ich weiß schon, warum. Ja genau, manchmal komme ich auch hier raus. Aua. Ach du Scheiße. Skelett da oben gewunden. Knickt da ein, weißt du? Na komm, ich geh mal hier durch. Hey, jetzt komm ich schon wieder hier raus. Was soll denn das? Vorhin lustiges, ja. Der Bossgegner hier ist ein völlig anderer. Oh, warte mal. Ach komm, nee, den lege ich jetzt noch nicht an. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Zumal ich ja noch nicht weiß, ob ich noch andere Waffen kriege, andere Synergy-Waffen, weißt du? Wobei, gibt es mit Sicherheit, aber ob ich rankomme, ist eine andere Sache. Och, Alter, was ist denn da los, sag mal. Uga. Aua. Was muss er aus der Fass sagen? Einfach, weil mir danach ist. Mir vor, als müsste ich ja weniger Viecher bezwingen. Finde ich ein bisschen schade.
Wobei, ich kriege recht gut Erfahrung. Vielleicht ist es jetzt... Was, zwei? Ja, zwei. Merk schon, ich ebbe langsam ab hier. Ja, toll. Das ist das Richtige sein. Ach du Scheiße! Meinen die das jetzt ernst, sag mal? Ey, ich bin so tot, ne? Ich bin so tot. Ich bin einfach nur tot. Geht. Ja, es ist zwar blöd, dass sie geschwächt ist, aber in dem Fall aber auch gut manchmal. Echt jetzt? Da wird noch auf Englisch gesagt hier. Gut. Was? Stahlreißzahn, ja, kann ich wirklich nicht gebrauchen. Ich merke, ich soll auch nicht so viel Kram aufsammeln hier. Ah! 62 und ich... Wobei, ah. Komm, muss der weg. Jetzt hole ich das nochmal zurück. Mau. Eben nicht. Da kann ich hoch weg.